Liebe Freundinnen und Freunde, erstmal guten Tag von meiner Seite oder da ich ja ursprünglich aus Bayern komme, eigentlich grüß Gott, auch wenn es hier eher ungewöhnlich klingt. Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf, noch dazu zu dem Thema Mobilität. Grün macht mobil. Es ist ganz klar, nach der Energiewende, die zwar dank Schwarz-Gelb auch in gewissen Schwierigkeiten steckt, muss es unbedingt jetzt endlich auch zur Verkehrswende kommen. Das Motto der Grünen, der Grünen Bundestagsfraktion, ist da ganz eindeutig. Wir wollen Mobilität für alle, allerdings ökologisch und sozial gerecht. Warum wollen wir eine vollkommen andere Verkehrspolitik? Manche Gründe sind offensichtlich, aber trotzdem muss man sie noch mal sagen, weil manchmal erscheint es ja in der Öffentlichkeit so, als wenn bestimmte Dinge Selbstzweck geworden sind. Ein ganz zentraler Grund sind ökologische Gründe, sind Klimaschutzgründe, sind allerdings auch Gründe, was Flächenverbrauch angeht, was die Zerschneidung der Landschaft angeht, durch exzessiven Straßenbau. Da gibt es eine ganze Reihe ökologischer Gründe. Gerade insbesondere der Klimawandel wird ganz, ganz stark befeuert von der Art und Weise, wie wir Verkehrspolitik organisieren, wie Verkehrspolitik bei uns in Europa organisiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir von der Endlichkeit von Rohöl sprechen, dann sprechen wir von Endlichkeit von Mobilität, von Verkehrspolitik, so wie wir es jetzt kennen. 70% des Rohöls, das Tag für Tag nach Europa importiert wird, verbrennen wir nur für Mobilität, und unsere Mobilität hängt zu 95% am Rohöl. Das zeigt sich, die Energiewende kann nur gelingen, wenn es uns gelingt, die Verkehrswende durchzusetzen. Denn wenn man mal ehrlich sein soll, wenn Schwarz-Gelb von Energiewende spricht, dann sprechen sie im Grunde in Anführungsstrichen nur von einer anderen Stromversorgung, und schon das sind sie nicht in der Lage umzusetzen. Es gibt allerdings auch eine Reihe weiterer Gründe. Es gibt soziale Gründe und Teilhabegründe, warum wir zu einer anderen Verkehrspolitik kommen müssen. Wenn Schwarz-Gelb davon spricht, dass sie Mobilität ermöglichen wollen, meinen sie damit, sie wollen Straßen bauen, und in ihrer beschränkten Sichtweise, die ganz häufig die Sichtweise von 50- bis 60-jährigen wohlsituierten Menschen ist, die einen Führerschein besitzen und ein Auto, glauben sie, nur wenn sie Straßen bauen, ermöglichen sie Mobilität für alle. Das ist ein absoluter Irrtum. Sie ermöglichen Mobilität für Menschen, die einen täglichen Zugriff aufs Auto haben. Aber das sind nur in der Bundesrepublik ca. 50% aller Menschen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sind unter 18 und haben deshalb keinen Autoführerschein. Es gibt Menschen, die sind zu alt zum Autofahren. Es gibt Menschen, die wollen nicht Autofahren. Es gibt Menschen, die haben kein Auto. Es gibt Menschen, die wollen keinen Führerschein besitzen. Aber auch all diese Menschen haben einen Anspruch auf Mobilität, haben einen Anspruch, sich in der Gesellschaft zu beteiligen. Das heißt, es gibt ganz starke Inklusionsgründe und soziale Gründe. Aber es gibt auch starke ökonomische Gründe, warum wir zu einer anderen Verkehrspolitik, zu einer anderen Mobilitätspolitik kommen müssen. Wenn wir uns anschauen, wie überlastet insbesondere im Bereich des Güterverkehrs unser Straßennetz ist, wenn wir uns anschauen, welche gigantische Summen da in den vergangenen Jahren ausgegeben worden sind, ohne dass die Verkehrsprobleme wenigstens im Bereich der Straße gelöst worden sind, wenn wir all das betrachten, kann man ganz klar erkennen, auch aus ökonomischen und finanziellen Gründen müssen wir zu einer anderen Verkehrspolitik kommen. Und wie wollen wir das erreichen? Wie wollen wir das erreichen, dass wir wirklich Mobilität für alle durchsetzen? Eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen da die Kommunen. Die Kommunen sind und insbesondere die Städte, die größeren und die kleinen, sind ganz zentral, um eine andere Mobilitätspolitik zu erreichen. Es heißt dann immer oft von den Befürwortern des jetzigen Systems, naja, die Menschen, die Kunden wollen es so. Naja, nach Entscheidungen in den Räten, wo die bekannten wohlsituierten Autofahrer drin sitzen, hat man 90% des öffentlichen Raums ausschließlich für den Autoverkehr gewidmet. Und nachdem diese Machtentscheidung stattgefunden hat, sagt man, naja, die Menschen wollen es so. Aber wollen die Menschen nicht vielleicht auch Verkehrssicherheit für sich und ihre Kinder? Will man nicht ohne Sorge auch in einer großen Stadt kleine Kinder aufziehen können? Will man nicht vor Ort, vor seiner eigenen Haustür von Lärm und von Schadstoffen freigehalten sein? Will man nicht eine Stadt haben,
die nicht nur Verkehrsraum ist, die nicht nur Durchgangsraum ist, sondern will man eine Stadt haben, wo auch der öffentliche Raum Lebensraum für alle ist, und zwar gleichberechtigter Lebensraum für alle ist, seien es jetzt Fußgänger, seien es ältere Menschen, seien es kleine Kinder, seien es Rollstuhlfahrer, seien es Radfahrer, wollen das die Gesamtheit der Menschen, nicht eher das? Und das ist das Entscheidende, was wir hier im städtischen Bereich, im Mobilitätsbereich durchsetzen müssen. Dazu müssen wir, auch wenn das schreckliche Kooperationsverbot ein schwerer Fehler in der Föderalismusreform II dem entgegensteht, müssen wir von Bundesseite Wege finden, indem wir die Kommunen auch finanziell dazu ermächtigen, dass sie in der Lage sind, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass es wieder ein öffentlicher Raum für alle wird. Und auf Bundesebene gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Dinge zu tun. Auf Bundesebene braucht man eine andere Bahnpolitik, eine Bahnpolitik, die dafür sorgt, dass die Bahn sich wieder insbesondere zuständig fühlt für die Eisenbahn und weniger zuständig fühlt für Speziallogistik in Australien und weniger zuständig fühlt für Hafenlogistik in China, sondern eine Bahn, die zu 100% der öffentlichen Hand gehört und damit zu 100% im Grunde den Menschen in Deutschland gehört, eine Bahn, die sich verantwortlich dafür fühlt, pünktliche, saubere und auch bezahlbare Züge in Deutschland anzubieten und in Europa anzubieten. Ich glaube, das ist etwas, was die Bundesebene verantwortlich durchsetzen muss. Und da muss man ganz klar sagen, es ist ein Bereich, wo wir leider noch im Grunde gegen alle anderen stehen. Das ist ein Bereich, wo es ganz, ganz stark auf Grüne ankommt. Da gibt es eine ganz, ganz große Koalition, dass die Bahn vor allem als Konzern gesehen wird und sehr, sehr wenig als Dienstleister für ökologischen Transport von Menschen und Gütern. Des Weiteren ist in der nächsten Legislatur steht der nächste Bundesverkehrswegeplan an. Der Bundesverkehrswegeplan ist im Grunde ein technokratisches Monster, wo für 15 Jahre festgelegt wird, welche Straßen, welche Wasserstraßen und welche Schienen ausgebaut werden. Dieser Bundesverkehrswegeplan hat in der Vergangenheit, ist er so zustande gekommen, dass die Bundesländer, die DB AG und interessierte Kreise Unmengen Projekte angemeldet haben, und diese Projekte sind dann in ewig langen Listen zusammengeschrieben worden, völlig unabhängig davon, ob sie sinnvoll oder unsinnig sind. Ich kenne da Beispiele aus meinem Bundesland. Da ist ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, hat einem Bürgermeister versprochen gehabt, dass er eine Umgehungsstraße kriegt, kleine Ortschaft. Dann ist mit Bundesgeldern 30, 40, 50 Millionen für 1.500 Autos, was de facto nichts ist, was so viel ist wie an einer normalen Ortsdurchgangsstraße, ist eine Umgehungsstraße gebaut worden. Und woanders, wo dringend Geld benötigt wird für den Ausbau der Bahn oder durchaus auch für die Sanierung des Straßennetzes, woanders war kein Geld vorhanden. Diesen Bundesverkehrswegeplan müssen wir ganz, ganz anders gestalten. Es muss endlich damit Schluss sein, dass das Geld nach rein politischen Interessen, nach Himmelsrichtungen und rein nach Proporz vergeben wird, sondern wir müssen das Geld endlich nach verkehrlichen Prioritäten vergeben, und das wäre dann eine absolute Neuheit. Ihr müsst euch vorstellen, dass die jetzige schwarz-gelbe Bundesregierung viel davon spricht, dass Erhalt vor Neubau kommen muss und dass mehr Gelder für den Unterhalt eingestellt werden müssen. Ja, sie spricht sehr, sehr viel davon, aber de facto passieren tut fast nichts. Der neue Bundesverkehrswegeplan wird wieder so gestaltet wie der alte Bundesverkehrswegeplan, und das Verkehrsministerium hat die Länder gebeten, lange Listen einzureichen. Eins der ersten Bundesländer hat bereits seine Liste abgegeben. Es ist ein CSU-geführtes Bundesland, leider noch immer, aber das wollen wir ja auch ändern. Das müssen wir ändern. Ich meine, wenn ihr uns da irgendwie helft und wenn euch langweilig ist im Herbst diesen Jahres, was ich mir nicht vorstellen kann, wir haben ja eine Bundestagswahl, wie gesagt, das müssen wir ändern. Dieses CSU-geführte Bundesland hat mit Kabinettsbeschluss die neue Liste für den Straßenbau abgegeben. Sie haben 398 neue Straßenbauprojekte abgegeben zu einem Volumen von 17 Milliarden. Wenn man diese 17 Milliarden jetzt teilt durch die Mittel, die vorhanden sind, Jahr für Jahr, für das wunderschöne Bundesland Bayern, das ganz schrecklich politisch geführt wird,
und wir haben immerhin auch einen CSU-Bundesverkehrsminister, dann kommt man zu der absurden Zahl von 160 Jahren. Das heißt, die haben eine Wunschliste abgegeben, nur im Bereich Straße für 160 Jahre und das mit Kabinettsbeschluss. Politik, die so agiert, ist nicht nur peinlich, sie macht sich sogar gegenüber jedem, der einigermaßen vernünftig denken kann, lächerlich. Das ist ein weiterer Grund, warum die weg müssen. Aber diese Form von Prioritätensetzung bzw. Nicht-Prioritätensetzung muss aufhören. Wir müssen die Prioritäten da setzen im Bereich der Infrastruktur, wo es sehr, sehr viel Verkehr de facto unterwegs ist. Im Bereich der Straße müssen wir da Prioritäten setzen, dass wir Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern können. Und da gibt es ja dann immer Befürchtungen in den Bundesländern, wenn es von Bundesebene eine neue Prioritätensetzung kommt. Aber NRW braucht da, glaube ich, nicht die geringsten Sorgen haben, nämlich mit dieser Methode, dass der Bund die Infrastruktur selber eigentlich überhaupt nicht geplant hat, sondern letztendlich das Geld nur nach Himmelsrichtungen vergeben hat, hat NRW als dicht besiedeltes Bundesland, als Bundesland, wo sehr, sehr viel Güterverkehr aus den Häfen durchläuft, wo sehr, sehr viel Ausbaupotenzial auf der Schiene vorhanden ist, hat NRW letztendlich immer ganz, ganz schlecht abgeschnitten. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass Prioritäten nach ökologischen, nach verkehrlichen, nach ökonomischen Kriterien gesetzt werden, wird NRW eins der Bundesländer sein, das ganz, ganz groß davon profitiert. Denn wir sollten ja auch eine Bundesverkehrswegeplanung haben. Das heißt, eine Planung, die aus Bundessicht überlegt, wo sind die größten Engpässe und wie kann man diese Engpässe beseitigen. Und im Bereich der Schiene sind mit die größten Engpässe hier in NRW. Und diese Engpässe müssen endlich angegangen werden. Und dafür brauchen wir endlich eine vernünftige Bundesplanung. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass wir die Infrastruktur endlich vernünftig gestalten, sondern es kommt auch ganz stark darauf an, dass wir dafür sorgen, dass die Mobilität, die wir haben, in ihren Sektoren ökologischer wird. Und da haben wir auf Bundesebene ganz, ganz schwierige und ganz harte Auseinandersetzungen vor uns. Denn einer der härtesten Gegner in dem Bereich ist die Autoindustrie. Und die Autoindustrie ist bekanntermaßen jetzt nicht gerade der unwichtigste und schwächste Lobbyist, den wir in der Bundesrepublik haben. Aber wir brauchen endlich eine Bundesregierung mit Unterstützung aus vielen Landesregierungen, die nicht zur Autoindustrie immer sagt, ja, selbstverständlich müsst ihr keine zu strengen CO2-Grenzwerte einhalten. Selbstverständlich laufen wir zur EU und vertreten eure Interessen. Nein, wir brauchen eine Bundesregierung, die zu dieser für uns durchaus zentralen Industrie sagt, Leute, ihr könnt so nicht weitermachen, wenn in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich Autos in Deutschland gebaut werden, dann müssen es Null-Emissionsautos sein und dann müssen es Autos, und dazu brauchen wir einen zuverlässigen, verlässlichen Absenkungspart der CO2-Emissionen und das muss jetzt durchgesetzt werden und darf nicht jetzt, wie von Frau Merkel ständig getan, weiter verschleppt werden. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz starke Grüne, sowohl in den Ländern als auch auf Bundesebene, um der Autoindustrie eine Zukunft zu geben, aber auch um der Autoindustrie eine emissionsfreie Zukunft zu geben. Denn es wird nicht genügen. Wir haben eine Doppelstrategie. Auf der anderen Seite wollen wir eine andere Mobilitätspolitik, andere Städte, Städte der kurzen Wege, mehr fürs Fahrrad, mehr für den Fußgänger, mehr für den ÖPNV, bessere Schienenverkehr und eine weitaus vernünftigere Infrastrukturplanung. Aber das alleine wird nicht genügen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der weiterhin vorhandene Individualverkehr, dass auch der weiterhin vorhandene Güterverkehr auf der Straße, dass wir den nach und nach, wenn nicht vielleicht ökologisch, aber wenigstens so gestalten, dass er unser Klima nicht zerstört, dass er unser Klima nicht ruiniert. In den Städten braucht man einen völlig anderen Mobilitätsmix, denn für die Verkehrssicherheit macht es für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt von einem stinkenden Dieselauto über den Haufen gefahren werde oder ob ich
von einem Null-Emissions-Auto über den Haufen gefahren werde. Für die Verkehrssicherheit brauchen wir da vernünftige, integrierte Ansätze. Und deswegen haben wir da ein ganz wichtiges, nicht nur symbolisches Thema, das wir in der nächsten Legislatur durchsetzen müssen, auch gegen die SPD, auch gegen alle anderen, die im Parlament sind, nämlich endlich 120 auf deutschen Autobahnen. Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet Deutschland im Herzen von Europa das letzte Land dieses Planeten ist, wo man so schnell rasen kann, wie man will, egal sozusagen, wer sich sonst noch auf der Straße aufhält. Das kann doch nicht sein. Da brauchen wir endlich auch einen zivilisatorischen Fortschritt in diesem Bereich in Deutschland. Und mit diesem Gesamtkonzept, es muss uns gelingen, dieses Gesamtkonzept umzusetzen, um, wie gesagt, die Energiewende umzusetzen, um Mobilität für alle zu erreichen. Und in diesem Bereich brauchen wir einfach schlichtweg so starke Grüne wie irgendwie möglich. Nämlich ein vernünftiges Mobilitätskonzept haben auf Bundesebene leider nur die Grünen, ein bisschen die SPD, aber im Grunde nur die Grünen. Deshalb kämpfen wir, um die Verkehrswende Realität werden zu lassen und nicht nur Programm und Antrag werden zu lassen, kämpfen wir dafür, dass wir ganz, ganz starke Grüne im nächsten Bundestag haben. Danke. Stopp, lieber Toni. Halt, auch du wirst nicht so von der Bühne lieber gehen. Lieber Toni, wir lassen dich nicht einfach so gehen. Erstmal von uns ganz großen Dank. Wir haben nach deiner sehr ambitionierten Rede wohl verstanden, bei dir ist die Verkehrswende in Berlin mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen in guten Händen. Und ich glaube, die Delegierten haben sehr wohl auch verstanden, dass du uns in Berlin bei den spezifischen Interessen hier auch in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und wir haben natürlich mit besonderem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass auch du sagst, Mittel nach Bedarf, bitte mehr, nicht mehr nach Himmelsrichtung und nach Proporz. Und auch dafür, dass du da so eine klare Haltung hier heute gezeigt hast, danken wir dir. Auch die NRW-Interessen sind bei Toni in guten Händen in Berlin. Und das beruhigt uns sehr für die nächste Legislaturperiode und auch für dich. Genau, aber das hatten wir ja gerade schon bei Michael Ziesack vorgestellt. Die Zukunftsvision mit dem Sonnenstrahl, der dann alles zum Laufen bringt, auch für dich. Für die Rückfahrt hast du diesen Bausatz und kannst den dann auf der Rückfahrt zusammenbasteln. Und ja, schönen Dank, dass du da warst. Und es gibt noch ein Bild, was wir meinen, was auch sehr gut in dein Büro passen könnte, oder meinst du nicht? Hast du eins schon gesehen? Du darfst es erstmal angucken hier. Hm? Ja, ich habe es vorher schon gesehen. Ja? Also das müssen wir einfach mal mit dem Roland fotografieren. Sven rückt dabei. Eigentlich muss Toni in die Mitte. Toni muss in die Mitte, sorry. Du weißt, die Bilder sind eigentlich jetzt hier nochmal der Höhepunkt des Tages. Okay, danke lieber Roland fürs Foto. Nochmal herzlichen Dank. Alles Gute nach Berlin und wir freuen uns darauf, dass wir mit richtig starken Grünen und mit dir in Berlin eine super Lobby haben für die Verkehrswende und damit wird sie sicher auch gelingen. Dankeschön. Ich sage danke und zu den NRW-Interessen im Falle der Verkehrspolitik habt ihr schlichtweg Glück, dass sich vernünftige Verkehrspolitik und zumindest die Interessen der NRW-Grünen decken. Wenn ihr mal was Unvernünftiges habt, dann müsst ihr vorsichtiger sein. Das gibt es in diesem Landesverband eigentlich nie. Wir machen nur vernünftige Sachen.